In Großbritannien erschüttert der Fall der verschwundenen und vermutlich ermordeten 33-jährigen Sarah Everard in London Politik und Öffentlichkeit. Ein Polizist wird verdächtigt, sie getötet zu haben. Er wurde festgenommen. Im Südosten Londons wurden Leichenteile in einem Wald gefunden. Sie war gegen 21 Uhr auf dem Weg nach Hause gewesen. Im Parlament sagte die Labour-Abgeordnete Harriet Harman, Frauen verschwinden und werden getötet. Warum rät die Polizei Frauen, sie sollen abends nicht alleine auf die Straße? Frauen leben schon lange mit einer Sperrstunde, wegen der Bedrohung durch Männer. Jede Frau wisse, wie es sei, auf einem dunklen Gehweg zu sein oder auch tagsüber allein im Park, wenn etwas passiert, Vergewaltigung, Mord. Dann durch einen Mann. Im Fall von Sarah durch einen, der eigentlich beschützen sollte, ein Polizist.